Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen im Monat begleiten. Ihr erwischt einen sehr romantischen Start ins neue Jahr, denn die Liebesplaneten tummeln sich bei euch im Partnerhaus. Aber die Sterne zeigen um die Monatsmitte auch Frust an. Vielleicht liegt es daran, dass ihr zu hohe Erwartungen habt. Also wenn ihr realistisch bleibt und auf dem Teppich bleibt, dann klappt es auch mit der Liebe. Ja, und jetzt schauen wir für euren Erlebnishintergrund, welche Planeten langfristig für euch wichtig sind. Zunächst mal der Mondknoten ist zwar kein Planet, aber trotzdem sehr wichtig für euch, denn der steht auch im Januar noch in eurem Zeichen und macht euch damit zum begehrten Seelenpartner für andere, besonders Fischegeborene, denn ihr habt ja die Fische im Partnerhaus. Und deswegen haltet da mal die Augen offen, wenn ihr noch solo seid. Kann es also wirklich passieren, dass eine tolle Begegnung da auf euch wartet. Und das spüren im Januar besonders diejenigen, die zwischen dem 25. und 30. August Geburtstag haben. Dann haben wir natürlich weiterhin langfristig diese super romantische Konstellation hier mit Romantikplaneten Neptun. Und da steht jetzt auch noch der Mars dabei. Das heißt, euer Partnerhaus ist stark aktiviert. Mars bringt möglicherweise interessante junge Männer, Liebhaber, vielleicht fantasievolle Künstler in euer Leben, die euch also faszinieren und begeistern. Und das auch noch fast den ganzen Monat. Das ist also sehr spannend für euch. Steht aber auch Chiron dabei, das heißt das Thema vielleicht Heilung durch eine Partnerschaft, aber auch eine mögliche Verletzung durch eine Partnerschaft ist auch angesprochen, kann man auch nicht ganz ausschließen. Aber ist eben auch ein großes Potenzial da für euch in der Partnerschaft. Genau, dann haben wir. Also ja, diesen Aspekt spüren also besonders diejenigen, die zwischen dem 31. August und dem 5. September Geburtstag haben. Dann haben wir einen starken Aspekt hier von Machtplanet Pluto auf die Jungfrausonne den ganzen Januar über. Und das bedeutet für viele, dass sie Beziehungen zu sehr einflussreichen Menschen haben, vielleicht auch Liebesaffären, denn er steht im Haus der Affären. Dass ihr wirklich auch transformierende Erfahrungen durch Sexualität und in der Sexualität erleben könnt, wenn ihr jemanden dafür auch habt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass da eine Vertrauensbasis da ist, weil bei Pluto, da geht es also ganz tief unter die Haut. Deswegen alle diejenigen von euch, die vorsichtig sind, weil das eben sowieso ihrem Naturell entspricht, bleibt mal ruhig dabei. Na, also bevor man sich da einlässt und wirklich sich transformieren lässt durch die Liebe und die Sexualität, sollte man schon wissen, mit wem man es auch zu tun hat. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder vom 8. bis 13. September. Dann haben wir weiterhin das Quadrat zu Saturn. Das ist also nicht so ganz einfach, denn das bedeutet hier Familienverantwortungen. Habe ich ja auch ausführlich in meinem Jahreshoroskop schon beschrieben, ne, dass man also vielleicht sich in seiner eigenen Freiheit eingeschränkt fühlt, weil man einfach für jemanden da sein muss, mit dem man schon lange eine Beziehung hat oder Saturn auch einen älteren Menschen, vielleicht einen Elternteil oder auch einen Ex-Partner sogar. Und da müsst ihr eben auch schauen, wie weit ihr da gehen könnt. Also ihr seid ja sehr hilfsbereit und man kann euch da ja auch sehr gut auf dem Kanal erreichen, aber ihr müsst halt auch Saturn Grenzen zeigen. Ne? Also ihr müsst auch wissen, wann es genug ist oder wann es eben eure eigenen Kräfte übersteigt. Und diese Konstellation spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 19. September Geburtstag haben. Dann habt ihr noch die wilde Lilith in einem günstigen Aspekt zu euch. Und hier im dritten Haus kann das eben sein jetzt, dass ihr schärfere, lustvollere und interessantere Worte findet als normalerweise. Also ihr könnt jetzt wirklich schon Dinge sagen, die bei anderen unter die Haut gehen. Ich habe hier auch vermerkt Zauberworte. Ja, ist also auch so ein bisschen sowas Magisches dabei. Und wenn euch das Thema Lilith interessiert, dann ist eben dann auch eine gute Zeit, sich damit zu beschäftigen, vielleicht was drüber zu lesen. Ich habe ja zu dem Thema ein Buch geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Vielleicht ist das von Interesse für euch. Genau, und diejenigen, die zwischen dem 16. und dem 23. September Geburtstag haben, spüren diesen Aspekt besonders. Jetzt gehen wir den Monat durch mit den wichtigsten Aspekten für euch und auch den Top-Tagen und fangen an mit dem 29., denn der Neumond gibt das Thema für die nächsten 4 Wochen vor und der findet statt bei euch im Haus der Lebensfreude und Sexualität. Vielleicht
Fangt ihr diesen Monat eine neue Affäre an, weil das ja auch ein Neuanfang ist, der Neumond, ne? Oder ihr macht was Schönes, Kreatives oder ihr macht romantische Pläne. Allerdings immer bitte bedenken, dass sich das auch nochmal wieder ändern kann, weil der Merkur ist rückläufig zu Neumond und wird dann eben am 8. Januar wieder direktläufig. Bis dahin kann jemand seine Meinung ändern oder vielleicht auch ihr selbst ändert vielleicht eure Meinung. Also das müsst ihr so ein bisschen im Auge behalten bei dieser Konstellation. Ja, am 3. Januar geht dann auch die Venus in euer Partnerhaus. Also das ist echt fantastisch für euch. Den ganzen Januar über habt ihr da Gewimmel im Partnerhaus, viele Begegnungen. Die Venus bringt natürlich eine schöne Energie von Beziehungschancen rein. Auch für die Jungfrau Herren, falls welche zugucken, ne, bedeutet das eben auch süße Frauen, Begegnungen mit süßen Frauen, die jetzt möglich sind, während die Frauen eben auch die Möglichkeit haben, durch Mars schönen, tollen Männern zu begegnen. Also beide Liebesplaneten stehen für euch im Partnerhaus und zeigen an, dass da doch sehr viel Leidenschaft jetzt im Januar im Spiel ist. In den Fischen ist es vielleicht auch auf sehr romantische Art und auf eine feinfühlige Art auch, aber da eben Mars dabei ist, dürfte es auch schon recht lustvoll werden für euch. Insgesamt ist das eine sehr, sehr schöne Zeit und das geht dann über den ganzen Monat. Dann als nächstes wichtig für euch, zwei Top-Tage an dem Wochenende 7. und 8. Januar, weil da nämlich dann auch noch der Mond im Stier ist und damit günstig zur Jungfrau-Sonne steht und einen schönen Aspekt auf diese ganze Liebeskonstellation hier wirft. Also das ist bestimmt eine schöne Zeit für euch. Dieses Wochenende solltet ihr euch vornehmen, wenn ihr liiert seid, für die Liebe freizuhalten und wenn ihr noch Solo seid, um was zu unternehmen, bei dem man vielleicht jemanden kennenlernen kann. Genau, dann am 8. wird dann auch der Merkur wieder direktläufig, zunächst noch im Schützen und dann geht er wieder in den Steinbock rein. Das heißt, solltet ihr irgendwas angefangen haben, die Sache sollte sich geändert haben, dann kann das dann jetzt wieder in Schwung kommen, nach dem 12. dann, wenn er wieder im Steinbock ist. Genau, dann am 11. haben wir aber auch noch einen Top-Tag für euch. Da steht nämlich der Mond hier im Krebs und wirft auch einen schönen Aspekt auf diese Liebeskonstellation. Dann steht die Venus hier direkt mit Neptun zusammen. Also es ist wirklich eine super romantische Konstellation für euch. Aber denkt trotzdem bitte immer an die berühmte 90-Tage-Regel, ne? Wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Erstmal 90 Tage, ein bisschen schwärmen und sich angucken, bevor man sich tiefer einlässt. Denn hier geht es wirklich tief unter die Haut. Ihr habt hier die Chance, Liebeserlebnisse zu haben, die euch verändern oder vielleicht auch Tabugrenzen zu sprengen und was auszuprobieren, was ihr noch nie zuvor ausprobiert habt. Besonders eben auch diejenigen, die in fester Beziehung sind, weil da steht der Uranus im 8. Ehehaus und sagt, hey Leute, probiert auch mal was Neues aus. Ne? Das ist natürlich dann super für euch. Also das steht hier schon sehr, sehr schön, aber das sollte man wirklich nur mit Leuten erleben, denen man auch vertrauen kann. Genau, dann haben wir den Vollmond am 12. Steht für euch jetzt sehr interessant, weil der für euch eben auch wieder ins Haus der Liebe und der Affären fällt. Also vielleicht ist die Vollmondnacht sehr, sehr heiß für euch. Da ist aber hier eine Quadratspannung auf diesen Bereich wirft und das ist der Bereich bei euch eigentlich der festen Partnerschaften. Müsst ihr eben aufpassen, dass ihr nicht da reingeratet, dass ihr euch mit jemandem einlasst, obwohl ihr eigentlich selber in einer festen Partnerschaft seid. Das könnte dann schwierig werden. Also der Vollmond ist deswegen nicht ganz ungefährlich auf der persönlichen und der Affärenebene für euch, ne? Müsst ihr schauen. Genau. So, dann kommt nämlich eine kritische Phase hinterher. Und deswegen, das könnte eben sein, dass ihr vielleicht dann irgendwelchen Unsinn gemacht habt. Und weil wir dann nämlich hier eine Quadratspannung haben von Saturn auf diese Liebeskonstellationen. Und da kann sich dann zum Beispiel rausstellen für Jungfrau Frauen, dass sie jemand Tolles kennengelernt haben, aber der ist eben leider gebunden. Und dann haben wir hier so eine Konstellation von Frustration oder aber auch, dass wieder irgendeine Familienverpflichtung euch davon abhält, euch um eine tolle neue Affäre kümmern zu können. Und vielleicht auch, dass ihr das Gefühl habt, ich komme hier nicht weiter, ich kriege nicht das, was ich will. Mars ist ja auch der Planet für Sex. Kann auch sein, dass ihr sehr gerne intim wärt, aber es aus irgendeinem Grund nicht klappt. Und das ist zwischen dem 14. und 20. Diese Phase ist also kritisch. Dann haben wir am 19. den Eintritt der Sonne in den Wassermann und das findet dann bei euch statt ins 6. Haus hinein. Also da ist dann für einen Monat bei euch der Bereich Arbeitsalltag,
betont und auch Gesundheit. Also auch eine gute Zeit für Vitalität, für Kuren, für etwas, was ihr für eure Gesundheit tun wollt. Vielleicht findet ihr in der Zeit auch einen guten Heiler zum Beispiel. Dafür ist das auch gut. Dann haben wir aber auch wieder eine Top-Konstellation in dieser Zeit für euch, weil nämlich hier der Mond wieder ein schönes Trigon hier auf den den Neptun wirft. Und der steht ja bei euch im Partnerhaus. Das ist wieder super schön. Also ihr seht schon, ne, die Einflüsse sind eben auch ein bisschen komplex. Man hat total schöne Einflüsse, die einen eben dazu bringen, sich auf was einzulassen und dann eben auch wieder Frustaspekte. Aber so ist das halt im Leben, ne? Es ist nie alles nur eingleisig und immer nur so in einer Richtung super. Schön wär's. Am 21. ist aber auch nochmal ein Top. Also das war genau, 21. und 21. haben wir hier diese schönen Top-Aspekte zu euch ins Begegnungshaus. Und dann haben wir aber nochmal eine kritische Phase. Da ist also jetzt nochmal die Gefahr gegeben, dass ihr vielleicht in der Liebe hier irgendwas beginnt, euch auf irgendwas einlasst, was dann schmerzlich wird oder was dann gebremst wird, weil es eben Saturn ist, ne? Saturn bremst einen ja dann. Und dieser Aspekt, das ist dann leider so ein Liebesfrustaspekt. Und der ist kritisch vom 24. bis 27., wenn die Venus eben hier in dieses Quadrat läuft und auch den Chiron mit aktiviert. Das kann dann auch verletzend sein. Also es kann auch euch passieren, dass ihr eine Begegnung habt, die euch zunächst wunderschön erscheint und dann ist irgendwas damit. Deswegen, wie gesagt, ne, wenn ihr euch an die 90-Tage-Regel haltet, dann könnt ihr da nichts falsch machen, weil ihr euch dann einfach Zeit lasst und dann sind diese Aspekte auch vorbei und dann seht ihr auch klarer. Saturn ist ja auch immer der Ernüchterer, ne, der einem die rosa Brille runterreißt und dann habt ihr vielleicht, bevor es schlimmer oder enger geworden ist, schon erkannt, dass es doch nichts war. Und dafür hat es dann auch wieder sein Gutes. Ja, am 28. haben wir dann. Ach nee, genau, ihr habt ja nochmal einen schönen Aspekt am 25. und 26., wenn der Mond hier auch für euch ins fünfte Haus geht. Also alle diejenigen, die schon eine tolle Liebe haben, können das dann vielleicht sehr, sehr, sehr genießen. Und dann am 28. haben wir dann den Neumond im Wassermann, auch bei euch wieder im Jobbereich oder für alle diejenigen, die gesundheitlich eine Lösung suchen, wäre dieser Neumond auch gut. Auch wenn ihr zum Beispiel eine Gesundheitssünde euch abgewöhnen wollt und da was Neues beginnen wollt, dann könnt ihr mal darüber nachdenken zu diesem Neumond. Hat zwar jetzt nichts mit dem Liebeshoroskop zu tun, ist aber trotzdem wichtig. Genau, und dann geht der Mars auch ab dem 21. in den Widder und damit in euer achtes Haus. Und das kann durchaus auch Konflikte in bestehenden Beziehungen anzeigen. Vielleicht müsst ihr euch da auch mit ein paar Sachen auseinandersetzen, die dann im Argen liegen. Aber da kommt ja dann auch bald die Venus dazu im Februar. Und das bedeutet dann, dass im Februar sehr viel frischer Wind bei den Jungfrauen reinkommt, die eben schon in einer länger bestehenden Beziehung sind. Und das heißt auch, dass ihr euch dann vielleicht euer Schatz zu Valentinstag überraschen wird und dass da was ganz Tolles und Spannendes kommt. Aber darüber unterhalten wir uns dann, wenn es um den Februar geht. Ja, damit sind wir für den Januar am Ende. Der klingt übrigens auch schön aus. Am 30. haben wir nochmal Mond in den Fischen. Das ist auch nochmal schön für euch im Partnerhaus. Deswegen insgesamt glaube ich schon, dass es ein schöner Monat für euch wird in der Liebe, wenn ihr eben zwischendurch die rosa Brille auch mal absetzt und einfach mal ganz genau hinguckt. Ja, falls euch die Astrologie interessiert, biete ich ab dem 28. Januar den Ausbildungsteil 3 meiner Ausbildung an. Da geht es nämlich um Liebe und Beziehungen im Horoskop. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, es gibt ein kostenloses Infowebinar am 28. Dezember, was dann anschließend auch als Video zur Verfügung stehen wird. Das werde ich hier auch verlinken, ne, dass ihr dann da draufklicken könnt und da reinschauen, wenn euch das interessiert. Dann möchte ich euch noch auf meine Hotline hinweisen. Ihr könnt mich also direkt auf der Hotline anrufen und das Ganze wird über die Telefonleitung abgerechnet. Und dazu meldet ihr euch bitte erst auf dem Kundentelefon. Die Nummer steht unten in der Videobeschreibung und macht einen kurzfristigen Termin mit mir und dann können wir da schnell telefonieren. Oder aber ihr macht eben langfristig einen großen Termin mit mir über 45 oder 60 Minuten. Also mein Service steht euch zur Verfügung und ich blende das hier auch alles ein, dass ihr dahin findet, ne, wo ihr euch da informieren könnt. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann auch mal persönlich zusammen. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass ich auch diesmal wieder unter allen Abonnenten meines Kanals eine Beratung verlose, diesmal 15 Minuten Kurzberatung. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einfach draufklicken und an der Verlosung teilnehmen.
Ja, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch für den Januar alles Gute mit den Sternen.